Sie müssen etwas für uns kaufen. Von Gargona. Eine Feige. Sie ist herzförmig. Sie können jeden Preis, den Sie wollen, aushandeln. Und wir kaufen es von Ihnen für... Jetzt wird es interessant. Eine Einhornträne. Ich muss dann gehen. Bin ich unpünktlich, erwartet Gargona einen Preisnachlass. Zwei Einhorntränen. Das ist alles, was wir haben. Gut. Wir treffen uns hier, sobald ich den Artikel erstanden habe. Nein! Ich meine, ich muss mit Ihnen kommen. Vergib mir. Sagtest du gerade, ich solle den schlimmsten Feind von Gargona an meiner Seite ins dunkle Schloss reiten lassen? Aber nein, das kannst du nicht gesagt haben. Das wäre ja zu lächerlich. Irgendwie muss ich ihm da zustimmen. Ja, ich irgendwie auch. Vertraut er ihm, was diesen Handel angeht? Du hast recht. Ich gehe. Nein, zu riskant. Ich werde gehen. Auf keinen Fall. Ich werde meine Reputation nicht riskieren, indem ich einen von euch mitnehme. Vergesst den Handel. Was? Auf geht's, Buttercup. Wie wäre es mit einem Laden im Elfenkrater? Nur ein kleiner Schritt bis zum Palast. Für eine ganze Woche. Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Und die zwei Einhorntränen? Bitte. Wunderbar. Aber ich nehme nur denjenigen mit, der am wenigsten Ärger macht. Dich. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß, was ich tue. Und ihr beide müsst draußen den Fluchtweg bewachen. Oh, und schickt einen Schmetterling an Onschau. Wir brauchen ihn. Machen wir. Viel Glück, Mia. Sollte ich wirklich einmal jemanden ausbilden, wird derjenige nicht annähernd so lächerlich aussehen wie du. Das ist Teil des Plans. Ich bitte dich, lass mich das nicht bereuen. Obwohl, ich tue es ja schon längst. Klar! Müssen meine Waren wirklich jedes Mal durchsucht werden? Wieso sollte ich irgendetwas tun, um meine besten Kunden zu verschrecken? Das ist nur meine neue Auszubildende. Nichts, womit ihr euren Verstand belasten solltet. Vielen herzlichen Dank. Politeus!